Lisa Bernstein hat ein Gedicht gemacht von den erogenen Zonen. Und das hat er aus dem Schmatzkästlein des erotischen, des schweinischen Hausfreundes entnommen. Und dann wissen Sie schon, wohin die Reise geht. Sie wissen, aus unserem Körperbau werden nicht mal die Doktoren schlau. Vielen ist als Sitz der Lust nur ihre Brieftasche bewusst. Wenn die von den Lüsten wüssten, was sie alles wissen müssten, alle Punkte, Stellen und Tricks, naja, das wissen die Doktoren, die wissen nichts. Nur der Dichter packt noch die menschliche Anatomie, findet sich zurecht in vielen dichterischen Doktorspielen, sucht und sucht mit heißen Ohren, wo er sonst gar nichts verloren, und findet auch ganz im Geheimen eine böse Lust beim Reimen. Und so fügt er eine geile Zeile an die nächste Zeile, und das wird, man ahnt es schon, Körperbauspekulation. Meistens macht die Suche Sinn. Sie bringt hohen Lustgewinn. Lyrik forscht nach wundervollen Teilen, die wir haben sollen. Ganz besonders die speziellen, libidinös besetzten Stellen nimmt der Dichter wahr, und zwar lustbetont mit Haut und Haar. Prahlen wird er mit den schmalen, dicken, haarigen und kahlen, idealen und realen, illegalen, zerebralen, coolen und sentimentalen, total tollen Regionen, wo die Fleischeslüste wohnen. Dieses Streben nach dem Glück ist an sich ein starkes Stück, ja vom Standpunkt der Moral ist das Schweinkram. Ein Skandal. Naja, ist dem Dichter ganz egal. Siehe, er verkündet allen Menschen noch mehr Wohlgefallen. An den Knöcheln, Knien und Kehlen, auch der Kopf, der darf nicht fehlen, ganz zu schweigen von Gefühlen, wie beim Wühlen in den Fühlen. Schluss jetzt, aus. Meine Damen und Herren, kurz und knapp, da geht's ab. Dankeschön. Noch weiter von den 17 Körperteilen nenne ich ihn erst die Geilen, ja? Daumen, Gaumen, Busen, Mund, Nabel, Schniedel, Wade und da war doch noch so ein Teil. Den vergaß ich immer, weil der hat einen wüsten Namen. Einen hässlichen, infam, der hieß ähnlich wie das Ding, das meist gar nicht mehr abging. Gleich fällt mir der Name ein. Es wird wohl die Brustwarze sein. Zwischen Knie und Sockenrand ist erotisch ödes Land. Schön ist zwar die Wade, doch meine Damen und Herren, sie bringt's nicht. Schade. Viele Freuden bringt der Fuß, den man vorher waschen muss. Auch der Stiefelfetischist liebt den Fuß nicht, wie er ist, hat ihn gerne im Schuh. Und du? Dinge wie das Unterhemd sind eigentlich körperfremd. Doch tut oft ein alter Hut, oft erotisch noch sehr gut, magst ihn in besonders heißen Nächten in die Krümpe beißen. Kannst ihn küssen, kannst ihn knüllen, ihn mit Lust und Liebe füllen. Herz, mein Herz, was willst du mehr? Etwa noch Geschlechtsverkehr? Manche Herren haben solche Stellen, die bei der Berührung schwellen. Beulen, die am Kopf entstehen, sind nur selten erogen. Andere Teile wieder schrumpfen, wenn zwei aufeinander pumpeln. Beispielsweise das Plümo und das Diskussionsniveau. Was auch zusammenschrumpeln tut, gerade in der höchsten Glut, das ist das Brikett. Und die Zigarette. Erogen, ganz ohne Frage, ist die Stereoanlage. Den daran rummachen darf, macht sie fickrig, macht sie scharf. Manche meinen jetzt, es fehle auf der langen Liste noch die Seele. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich.
Seele, Seele fehlt nicht, weil Seele ist total echt.